Moin, von Marisam von Geeks Live Flitzebusch. Es sind heim am Sabrina Kaufmann. Und das erzählt also über 10 Kuren, wo hat in nächster Zeit wird machen. Moin, Sam. Moin, ich meine, am Anfang der Manga-Kuren, die ich vier und lange Monat durchgefangen habe. Und der Prinzip ist am Anfang, dass das Kuren sind, die online laufen. Das heißt, dass am Anfang für Jitwerin, die gerne Manga zeichnen wollt, die kann sich am Anfang da anschreiben und da wird am Anfang alle Monat ein Kur verschickt, wo ihr am Anfang ein Video hört, ein PDF und ein Exerzis, das ihr am Anfang die Materie mal selber. Die Materie mal selber am Anfang zu üben, für das ihr am Anfang besser. Für das ihr am Anfang. Pardon. Ja. Ja, halt eben, für das ihr die Materie auch besser für sich selber versteht. Und ja, die Kuren die sind am Anfang auf verschiedenen Ebenen aufgebaut. Das heißt, kann ich wirklich aufhängen und gar keine Basis haben. Und du kannst zum Beispiel da lernen, wie ein einfach in normalen Manga-Kopf zeichnet. Auf für die, die am Anfang schon mehr fortgeschritten wäre, du gehst zum Beispiel auch selber Kuren, wo ich lernen kann, wie Karim sein Buch publiziert und Probleme, die ich bei Editoren finden kann, beziehungsweise Prozentagen auf der Wand und alles, was halt eben drum und dran ist. Von der Kurse selber, was kosten die? Ja, die Kurse sind am Anfang auf vier verschiedenen Niveaus abgebaut. Das ist die Basiskurse, die wir für 12 Euro. Das ist, du kriegst halt eben das Video, PDF und die Exerzisse dabei. Und das Niveau drüber, das ist am Anfang für 19 Euro. Und du kannst mir am Anfang alles in Exerzisse checken und ich verbessern die. Das ist, du kriegst am Anfang persönliche Tipps mit, wo ich am Anfang auch Wetlands drüber mache, um halt eben den Schüler besser zu veranschaulichen, wie sie das verbessern können, beziehungsweise wo sie noch drüber schaffen können. Und da checken sie nochmal die Exerzisse frisch, für dass sie das noch ein bisschen probieren können. Und du noch gut. Die andere Variante, das ist am Anfang für 22 Euro. Du kriegst einfach 2 Kuren pro Monat für die, die ganz fleißig sind. Und drüber geht es für 21 Euro, die 2 Kuren pro Monat halt eben Moms wie Vivo, ich halt eben alles verbessere. Sind das die erste Kuren, die du suchst, oder hast du schon am Voraus Experience drin? Na, ich meine, das am Anfang schon seit 5 Jahren, dass ich Kuren auch geschafft habe, beziehungsweise bei Gemengen und ein bisschen überall auch im Privaten. Und das umfängt die 5-jährige Experience, die mir da gesagt hat, ja, du kannst das aber nur auf einem höheren Niveau machen, für Anfang eine Mikro-Audienz zu kreieren. Und das ist halt eben so, wie ich schon gefangen habe. Weil ich meine, mit meinen 5 Jahren, da habe ich auch richtig gesehen, was die Probleme von den Schülern sind, und wo ich alles aufbauen kann, was Anfang wirklich wichtig ist, also wie ich das am besten trainieren kann. Vom Material, mit dem die Schüler brauchen für den Kurs, gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Nein, am Anfang nicht wirklich, weil das ist halt eben so, dass ich gerne will, dass die Kurse wirklich für Jitwerin, also für Jitwerin gut durchziehen. Und ich meine, die Anfänger, die werden sich nicht direkt die 500 Euro Kopie-Set kaufen. Dafür kann ich wirklich am Anfang die Basis anfangen, einfach mit einem Bleistift, Gummi oder Lineal. Du hast schon viel Erfahrung als Maler, wenn die Leute wollen sehen, was du machst, wo können sie das finden? Ja, sie können mich einfach auf Facebook finden, da mache ich normalerweise 1 bis 2 Updates pro Woche. Und das ist einfach Sabrina Kaufmann, wenn ich das antippe, da finde ich mich direkt. Beziehungsweise schon noch viele Sachen auf meiner Internetseite, das ist einfach sabrinakaufmann.com. Und da finde ich dann halt eben noch meinen Kurs mit der Lust von allem, was ich lehren kann, auf diese Schrift anzuschreiben. Welchen Kuren hast du genau? Also, was wenn wir ranken gießen, von Basiskurse bis hin zu mehr Experience? Na, im Moment habe ich 7 Kurse, weil ich das recht seit langem Monat angefangen habe. Und ich finde am Anfang wirklich, die mehr auf der Anatomie spezialisiert sind, so wie Gesichter, Körper und Emotionen und so. Und dann habe ich die anderen, die sind am Anfang echt auf die Basis wie Manga anzeichnen, das heißt, wie ein Layout von einer Seite aufbaut, wie ein Szenario schreibt, also beziehungsweise auch Perspektivgeschichten. Das heißt, ich finde am Anfang verschiedene, wo die Leute sich wirklich können alle Mungen rauspicken, ich will nur den Toten, ich will nur den Toten. Das heißt, das ist auch kein richtig reihevoll dabei und das ist wirklich so gut, dass die Schüler sich können wirklich das aussehen, was sie wollen, für halt eben besser und dem Domain sich zu verbessern, wo sie halt eben gerade brauchen.
Auf welche Sprache bist du das Kurs nun? Momentan ist das nur noch Französisch, weil das Problem da ist, dass ich von 8 bis 12 Stunden pro Kurs brauche, für den Fiat zu bereden. Und da habe ich leider noch nicht Gelegenheit, also nicht Gelegenheit und Zeit für das Leben, noch an einer anderen Sprache zu reden. Und meistens demand von meiner Audienz, dass ich da Frankophon von daher habe ich von der Sprache gefangen. Kurin, hast du gesagt, dass du das Internet angeboten hast? Das heißt, alle Menschen können mitmachen, egal auf welcher Platz? Ja, das ist genau das. Anfang. Sobald ich Französisch spreche, kann ich einfach durchschreiben. Und ja, das halt eben schon das gerade im Internet angefangen, für das das mehr zugänglich für die Vereine ist. Okay, du schaffst selber als Künstlerin hier am Land. Seit wann also seit wann musst du das? Ich habe schon am Anfang immer gerne gezeichnet und schon aber echt 2014 decidiert, dass ich das dort gerne hart beruflich machen gehe. Und momentan studiere ich noch, aber ab nächstem Jahr kann ich am Anfang richtig durchstarten. Und in der Zwischenzeit mache ich halt eben nochmal so Manga und Webcomics, die ich halt eben noch so auf Conventions verkaufen gehen. Wie viele Manga hast du bis jetzt veröffentlicht? Ich habe bis jetzt nicht veröffentlicht, wovon die meisten nicht so gut waren, weil ich noch klein war und nicht so viel Erfahrung hatte. Und es sind aber die drei letzten, mit denen ich mehr Succes hatte, weil ich die halt eben noch vorher präsentiert habe. Das war am Anfang ich hatte einen, mein erster war am Anfang so Cupcake Diary, das waren am Anfang lauter kleine Kurzgeschichten, wie so ein Prof noch bitte, die über die große Leben oder so. Und den dritten habe ich am Anfang weitergemacht und den zweiten Teil kommt am Anfang nächsten Monat im Oktober raus. Ja, und ja, die wird dann halt eben simultan auf Englisch und auf Französisch und als Webcomic rauskommen. Also du hast Cupcake Diaries, wie ist denn die anderen zwei? Den anderen ist am Anfang Ordalium, den habe ich mit einem Editor letztes Jahr rausgebracht. Und den neuen, den ich nächsten Monat rauskommt, das ist Muffin Mag. Das ist am Anfang die dynamische Serie wie Cupcake Diaries mit ein Problem am Copyright, weil es den Titel anscheinend schon gibt. Von all den Manga, die du veröffentlicht hast, was ist deine persönliche Lieblingsstory? Ich gebe so ein für Muffin Mag. Mir meistens ist das bei mir immer der Letzte, weil ich halt eben merke, wie ich mich verbessert tun. Und bei den anderen, da sage ich mir immer, ja, das dort heißt, ich könnte besser machen. Also auf verschiedenen Conventions, wo du auch den Manga präsentierst, fängst du in die nächste, wo du gehst? Die nächste wird das Festival de la BD zu Ordnung sein. Und da ist am Anfang da, wo ich Muffin Mag als Avant-Premier präsentieren. Und ich bin noch bei der Wahl von Bischof dabei und halt eben nächstes Jahr bei ein paar mehr kleinen Conventions bzw. bei der LuxCon. Es ist letztlich ganz schön, es ist einfach, bei der Kunst weiterzukommen oder mich schwer. Ja, nee, also als Künstlerin hier im Land ist es halt eben ein bisschen mehr schwer, weil ich noch im Moment nicht die richtigen Kontakte habe, um halt eben wirklich etwas aufzubauen. Aber das ist halt eben noch dafür, dass ich mich wirklich will, drüge, für etwas zu machen. Beziehungsweise auch mit dem Manga, wo den hier noch keine Leute, die das wirklich anbieten. Und wo ich selber mir jung war, da habe ich wirklich regrettiert, dass ich von Kind da war, die mir Hilfe kennt, für mich da etwas aufzubauen und für mich zu lernen, wie das geht. Und das halt eben noch dafür, dass ich probiere, die Kuren über das Internet zu machen und noch Conventions zu gehen für das Publikum. Ein bisschen mehr mit Manga zu sensibilisieren und so. Was Manga-Künstlerin? Welche Manga hat dich generell inspiriert als Kind, für anzufangen, auch in die Richtung zu gehen? Witzigerweise, wo ich klein war, habe ich gerne Naruto geguckt. Und das ist von dort, was mich inspiriert hat, für Manga zu zeichnen. Ich weiß, dass mein Stil geht mir in der Richtung aus. Mir hat tatsächlich damit angefangen. Und war auch schon aber noch immer ein Charakter, den anscheinend dem Sasuke mega gleicht. Aber Duno hat sich halt eben mehr entwickelt und ich sehe mehr an Dark Shoujo-Geschichten kommen, so wie Kaori Yuki-Geschichten und so. Hast du heutzutage Lieblingsmanga? Ich gebe so mein Lieblingsmanga momentan aus Kyuyaku Märchen. Das ist von meiner Lieblingsband Sound Horizon. Der kennt wahrscheinlich den Kompositeur, der den Opening von Shingeki no Kyojin gemacht hat. Und sie machen immer immens viele Geschichten. Also sie machen CDs, die von Geschichten gehen und die sie als Manga gemacht haben. Und ein davon ist halt eben eine Parodie von Erischer.
Dein zischer Stil, wie gibst du dir selber beschreiben? Das würde ich immer gerne haben, da ich anfange, so Puppen zu zeichnen, die so beltrandet durch erinnern. Und auch mit den Menschen in Kleider. Also, ich gebe so einen Schuhe richtig typischen Manga-Stil, mit echter. Ich weiß nicht, ob ich das sehe. Okay, also vielmals merci für die Zeit, für das Interview. Und ich wünsche einen schönen Tag. Ja, vielmals merci auch. Or not it,